bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ein herzliches Willkommen zu Ihnen direkt in die Stube nach Hause. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben bei Quantisana TV, Ihrer Informationsplattform. Es freut mich sehr, heute auch meine Gäste begrüßen zu dürfen. Und das sind einmal Dr. Heinz Reinwald und die Christina Thum. Herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu mir ins Studio. Und wir haben heute auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn es geht um die Besonderheiten und Wirkungsweisen der ketogenen Ernährung. Jetzt, was ist die ketogene Ernährung überhaupt, Herr Reinwald? Ja, das ist die Frage, die mir immer als erstes gestellt wird. Einige Freunde hatten schon gesagt, ich soll doch diesen Titel umbenennen, damit ihn auch jeder versteht. Nein, habe ich mich geweigert. Ketogen kommt aus dem Althochdeutschen, Aketon. Und bezeichnet mit Aceton heute eines der drei Energiemoleküle, die bei länger anhaltendem Fettstoffwechsel entstehen. Und Glucose, also das Zuckermolekül, als Energieträger verdrängen oder ersetzen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie eine ketogene Ernährung betreiben, dann kommen Sie vom Zuckerstoffwechsel in den Fettstoffwechsel und durch den anhaltenden Fettstoffwechsel erzeugen sie Ketone, die dann ihre Energie liefern. Das ist ketogene Ernährung. Das heißt, wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, viel Fett, moderat optimiert Proteine, keine stärkehaltigen Gemüse, Salate, das ist es, ja, auf den Punkt gebracht. Aber ich stelle mir jetzt das ziemlich schwer vor, denn ich denke so in der normalen Gesellschaft, also ich esse zum Frühstück esse ich gerne ein Stückchen Brot, zum Mittagessen gibt es dann ein bisschen Nudeln und zum Abendessen gibt es dann nochmal Brot. Ja, das ist billig und ungesund. Wie müsste denn das jetzt andersweitig aussehen, wenn ich mich ketogen dann ernähren würde? Was müsste ich dann zum Frühstück beispielsweise essen, weil ein Haferflocken fällt auch weg? Kein Brot, kein Kelloggs, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Das ist eigentlich schon alles gesagt. Der Mensch isst ja erst seit 10.000, 12.000 Jahren diese Dinge. Die anderen, ich sag mal, in der Geschichte der Entstehung der humanen Spezies, die anderen 100.000, 200.000 Jahre, hat er so nicht gegessen, sondern er hat sich ketogen ernährt. Er ist das ketogene Tier schlechthin. Ohne die ketogene Ernährung hätte sich die Hirnentwicklung des Menschen nicht so entwickeln können. Und das ist ja auch der Grund, warum Babys, so sie denn nicht über Formulamilch ernährt werden, sondern natürlich über Muttermilch. Und wenn dann glücklicherweise die Mutter keine Veganerin ist oder Vegetarierin, sondern sich normal ernährt mit tierischen Produkten, dann ist das Kind, das Baby in der Ketose. Und das ist auch erforderlich, um die noch in den ersten 3-4 Jahren wichtige Gehirnentwicklung des Kindes über diese Energiemoleküle aus dem Fettstoffwechsel zu versorgen. Natürlich ist in der Muttermilch auch Zucker, aber die Zuckerverteilung in der Muttermilch ist sehr klug gewählt von der Natur. Sie ist nämlich zu einem Teil aus Laktose, also Milchzucker, und zu einem Teil aus Galaktose. Und das Gute an diesen Zuckern ist, dass sie den Insulinspiegel nicht anheben und damit die Ketose nicht stören. Also die Entstehung der Ketonkörperproduktion, die so wichtig für die Entwicklung unserer Gehirne ist. Jetzt haben Sie am Anfang, also recht am Anfang, was gesagt. Und zwar, hätten wir uns nicht angefangen so zu ernähren, dann wäre unser Gehirn anders. Ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Zucker, das Gehirn verwendet ja auch Zucker als Energie. Und in der Schulmedizin und in weiten Teilen der Biochemie glaubt man heute immer noch, dass das Gehirn ausschließlich von Traubenzucker abhängig ist. Das ist natürlich ein ganz hanebüchener Unsinn. Mhm.
der sich leider aber aufgrund einer fehlgeleiteten Medizin in die Lehrbücher hinein entwickelt hat. Und die Ärzte wissen es nicht besser. Aber das alles ist schon seit Ende der 60er Jahre bekannt. Aber das stand natürlich nicht im Interesse einer von Zucker und billigen Kohlenhydraten getragenen Lebensmittelindustrie. Okay. Und darum hat auch ein Kollege und Freund von mir aus den Vereinigten Staaten, Colin Champ, Professor Colin Champ ist Radiologe und einer der jungen wilden Ärzte in den Vereinigten Staaten, der hat auch ein Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel. Ja. Misguided Medicine, fehlgeleitete Medizin. Also hier sind einfach Ernährungslügen im Lande, in den Lehrbüchern, in den Ausbildungslehrbüchern der Mediziner. Und es wird Zeit, dass die rauskommen. Und dafür kämpfe ich nicht nur an der therapeutischen Front, weil die Segnungen dieser Ernährungsumstellung, die erleben wir jeden Tag. Mhm. Ich kann Ihnen E-Mails von Müttern schicken mit autistischen Kindern, die in kürzester Zeit Erfolge erleben, wie sie in Jahrzehnten oder in Jahren nicht erreicht worden sind. Ich kann Ihnen E-Mails zeigen von Therapeuten, die mit epileptischen Kindern arbeiten und die ketogene Ernährung verwenden. Es ist einfach unglaublich, was passiert, wenn Sie wieder auf unsere ursprüngliche, artgerechte, unseren Genen verpflichteten Ernährung zurückgehen. Also vor diesem Unding des Ackerbaus. Der größte Fehler in der Geschichte der Menschheit wird er, so wird das bezeichnet von einigen Anthropologen. Tut mir leid, ja. Wow. Ja. Dann würde ich das Wort jetzt gerne Ihnen weitergeben, Frau Thum. Und zwar haben Sie mir vor einem Vorgespräch auch erzählt, dass Sie das natürlich auch selber mal ausprobiert haben. Wie war denn das für Sie? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht bei dieser Ernährungsweise? Also ich habe es nicht nur ausprobiert, sondern ich mache es seitdem. Ich mache es jetzt eigentlich seit November, gell? Ein Jahr, glaube ich, wo wir da auf der Fortbildung waren. Und ich bin jetzt nicht ganz so radikal wie Heinz, das muss ich einfach dazu sagen. Ja. Und ich bin Heilpraktikerin und damit, ich arbeite auch damit mittlerweile mit Patienten. Ich untersuche die im Prinzip den Stoffwechsel an sich. Und mir ist vollkommen klar, dass das, was alles stimmt, was da gesagt wird, alle Erkrankungen wie Diabetes, wie Gehirnerkrankungen, Allergien, ja, die haben mit der Stoffwechsellage zu tun. Jetzt ist aber Essen eben ein Lebensmotiv. Ne? Das ist das, was man von der Familie mitgekriegt hat. Das ist eine kulturelle Geschichte. Und so radikal zu sagen, stellt alles um, das merke ich einfach. Das ist echt schwierig, ja? Weil du brauchst A, entweder einen Leidensdruck, ja? Dass es dir entweder ganz schlecht geht. Und jetzt mit meinen eigenen Kindern, ja? Also da manchen Sachen wird es wirklich schwierig, ja, sowas durchzusetzen. Und ich habe selber gemerkt, ich brauche eine unglaubliche Disziplin dafür. Ne? Wenn ich in der Disziplin bin, dann kriege ich meine Umstellung. Und ich habe gemerkt, die ersten 6 Wochen war ich extrem diszipliniert und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich wirklich gemessen. Ich habe meinen Zuckerspiegel morgens gemessen. Ich habe meinen Ketonkörper gemessen. Es gibt dafür kleine Messgeräte, sodass man sich überprüfen kann. Das war für mich immer als Biofeedback extrem wichtig. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, wenn ich mich bewege, ein Schlüssel, Bewegung ist gut. Damit komme ich schneller in diesen Stoffwechsel hinein. Und jetzt über die Zeit, ne, wenn ich dann, sage ich mal, einen Tag im Monat, 2 Tage im Monat oder wenn ich in Urlaub gehe und so das Gefühl habe, ich schaff's nicht, ich kriege das nicht so hin, es ist für mich mehr Stress, als wenn ich konsequent bin, dann falle ich sehr schnell wieder ins Alte zurück. Aber die Zeit, wieder ketogen zu werden, wird schneller. Also ich erreiche es wieder schneller. Mhm. Und jetzt muss man halt, wenn ich Patienten begleite, dann sind eigentlich all diese Faktoren spielen da eine Rolle. Also sprich, wie groß ist die Motivation? Was ist sozusagen der Leidensdruck da drin? Kann ich die, wie schnell kriege ich sie da rein? Ja, in den Modalitäten, weil ich finde zum Beispiel, wenn jemand sehr gestresst ist, wenn so ein Stressfaktor mit drin ist, dann verzögert sich das Ganze, weil das natürlich auf den Stoffwechsel eine Rolle spielt. Und damit wird es für mich immer jeder Patient ganz individuell. Und meine Erfahrungen nutzen mir halt dahingehend zu merken, was es zusätzlich noch braucht, außer dem Essen.
Also ich würde es wirklich noch ergänzen in dem Sinne. Aber der Erfolg hinterher, den ich jetzt habe, ich habe so ein paar Baustellen gehabt, dass ich zum Beispiel so ein bisschen einen entzündlichen Prozess im Fuß habe, der wird deutlich besser, der ist nicht ganz weg, aber diese, sag ich mal, auch Entzündungsmarker, die dann eine Rolle spielen, die sind anders. Mein Gewebe wird anders. Ne, es ist nicht mehr so in, es ist nicht Kollagen, mehr so, ja. Das Kollagen bildet sich anders. Jetzt müsste ich das noch ganz kurz erklärt bekommen. Ja, wenn du Gewebe anfährst und es ist praktisch nur Fett darunter, ne, dann ist das wirklich weich. Ne? Und wenn man es anfasst und es bildet sich eigentlich Substanz, ne, dann fühlt Magermasse. Sich dann Magermasse. Fühlt sich straffer an. Ja, fühlt sich straffer an. Es fühlt sich straffer an. Was ja für Frauen durchaus ein erstrebenswertes Ziel ist. Ja, genau. Ja. Und, aber ich gebe natürlich Christina recht. Meine Radikalität kommt natürlich daher, dass ich sehr viel mit Schwerstkranken zu tun habe. Mhm. Wir haben überwiegend mit Stage 4 Krebspatienten zu tun. Wir haben überwiegend mit autistischen Kindern zu tun. Und wenn Sie mal sehen, wie sich ein autistisches Kind selbst verletzt, indem es minutenlang den Kopf an die Wand schlägt, dann sind Sie verzweifelt, wenn Sie das sehen, verstehen Sie? Und dann werden Sie radikal. Da kommt jetzt auch die Emotion dazu. Es tut mir leid, es ist so. Und wenn dann die Mutter schreibt, in 3 Tagen auf unserem Programm ist seine Verletzungshäufigkeit von 10 auf 2 runter. Wow. Ja. Und das dann verstehen Sie ihn innerhalb von 3 Tagen. Und dann verstehen Sie, was ich mit Zucker, warum ich so einen Hass inzwischen auf Zucker habe, den Sie uns überall als das wichtigste Nahrungsmittel verkaufen. Mhm. Nein, der Körper braucht auch Zucker, aber er kann ihn selbst herstellen. Mhm. Wir essen von dem am meisten, wovon wir eigentlich am wenigsten brauchen. Wir können aus den Nicht-Kohlehydrat-Vorstufen Glycerol, das ist ein Fett, Laktat aus der Muskeltätigkeit und aus den Aminosäuren, aus den glykogenen Aminosäuren, die als Kohlenstoffgerüst eben glykogen sind, können wir genügend Zucker für die Versorgung unseres Organismus herstellen. Das haben die Eskimos über Jahrtausende gezeigt. Die haben zu 99% keine Kohlenhydrate gegessen. Und ich möchte es auch nochmal betonen. Low Carb, das heißt jetzt für mich nicht No Carb. Mhm. Und ich sage auch nochmal, kein Prinzip verträgt seine letzte Konsequenz. Mein Gott, meine Frau liebt auch Nudeln. Und ich auch. Verstehen Sie? Aber ich muss wissen, was täglich 2-mal Nudeln anrichten oder täglich 1-mal Nudeln und Brot. Und am schlimmsten noch dieses Weißbrot. Schauen Sie, es gab im 19. Jahrhundert eine große Diskussion bei englischen und deutschen Ärzten, als man das Graubrot absetzte, weil durch die industrielle Aufbereitung von Weißmehl immer mehr das nur an Sonntagen zugängliche Weißbrot verfügbar wurde. Und die Ärzte haben sich über die ungesunde Natur dieses Brotes aufgeregt. Und da gibt es Abhandlungen, kann man heute noch nachlesen. Es ist nicht nur so, dass wir zu viele Kohlenhydrate essen, zu viel Zucker. Es ist auch noch so, dass alles voller Lebensmittelzusätze ist, voller Konservierungsstoffe. Wir können uns ja überhaupt nicht mehr gesund ernähren. Natürlich ist ein dreifach natursauer gebackenes Brot kein großes Problem. Ja. Und wenn ich nicht nur vom dreifach natursauren Brot esse und wenn ich mich ausreichend dazu noch bewege, dann hat das überhaupt keine großen Auswirkungen. Aber ich glaube, das größte Problem ist erstmal für die, sag ich mir, für den Normalbürger, dass er erstmal gar nicht weiß, was er da isst. Also genau, wenn du sagst Zucker, ja, sagt er mal, ich nehme gar keinen Zucker. Mhm. Ja? Also Zucker ist ja irgendwie ein bisschen missbräuchlich zu verwenden. Ne? Und zu wirklich mal zu erklären, was ist eigentlich Kohlenhydrat? Und dass die Kartoffel und das Brot und auch die Banane, ja, das sind letztendlich alles nur Aneinanderreihungen von Zuckermolekülen. Und im Stoffwechsel, also in der Verdauung, werden die einfach nur aufgespalten.
Ich mache aus einer langen Kette irgendwann mal ein einzelnes Molekül und das nenne ich dann Zucker. Aber dass vorher Kohlenhydrate und sprich eigentlich Zucker versteckt in all diesen anderen, ich meine, man muss ja nur mal in irgendeinen Einkaufsladen gehen, da hast du zu 99% alles, was du dort angeboten bekommst, ist ein Kohlenhydrat und letztendlich dann ein Zuckermolekül. Und diese Menge erst einmal, für mich ist der erste Schritt erstmal, dass ich den Leuten sage, nehmt doch mal wahr, was der überhaupt isst und berechnet das mal, nur über den Daumen, das muss nicht als Zahl sein, sondern mal nur als Mengenverhältnis, wie ein Diagramm und da machst du mal sozusagen eine Strichliste und überlegst erstmal, was ist denn Eiweiß, was ist Fett und was ist ein Kohlenhydrat, ein Einzelkohlenhydrat. Ja, da steht dann 14,9 Gramm Kohlenhydrate, 14,9 Gramm Zucker und 0 Gramm Fett. Ja, das, bei genau. Vielen und das kaufen dann die Leute, was sie genau. Oh, null Fett. Grad? Ja, ja. Ich meine, da ist es ja noch einfach, da kannst du es ja wirklich nachlesen auf vielen Etiketten. Aber ich meine, das ist eben das Obst genauso und das Gemüse und die Paprika und der Salat. Mhm. Nur die Last, die da drin steckt, also sprich die Menge an Kohlenhydraten, die ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und da hat ein Salat irgendeine Kohlenhydratlast von 0,9 oder 0,5 oder 1. Ne? Und da kannst du irgendwie so eine Schüssel essen und belastest eigentlich deinen Stoffwechsel nicht mit Zucker. Im Gegensatz zu einem Brot oder einer Nudel oder einem Reis oder einer Kartoffel. Da bist du dann gleich bei 40, 30, 40, 50. Immer auf 100 Gramm gerechnet. Und dann kommen das die Leute macht dann aber, den Unterschied. Ja, ja, und dann kommen aber die Leute her und sagen, ja, und woher kriege ich dann die Energie? Nicht? Ja, auch Kollegen, Ärzte, ja. Mein Gott, Fett? Ja, wie Fett? Und dann kommt Cholesterin und dann werde ich doch dick. Und dann nicht, diese Fehlinformation. Man wird nicht von Fett. Ja, man wird vom Zuckerfett. Ja. Und diese Fehlinformation ist so in den Köpfen der Mediziner und auch eben Nicht-Mediziner. Das ist ja eine Korrespondenzbeziehung. Das ist so sehr schwer rauszukriegen. Sauerkraut und eine fette Haxe. Schmeckt doch gut und Sie sind den ganzen Tag satt und haben auch noch, wenn Sie ein gutes Sauerkraut haben, kein pasteurisiertes, dann haben Sie auch noch ein gutes fermentiertes Produkt und Ihre Darmbakterien jubeln. Bei einer Platte, sage ich, lassen Sie einfach die Kartoffeln weg. Geht doch. Das ist der Bayer in mir. Und schmeckt gut, der Bayer in mir, ja. Ah, das darf man zu einem Franken nicht sagen. Also ich bin nur halber Bayer. Ein Zwangsbayer. Aber gut. Aber jetzt haben Sie gesagt, man soll jetzt halt einfach die Kartoffeln weglassen und hat dann halt eben die Haxe sowie das Sauerkraut. Was Haxe und Sauerkraut. Was dann machen wir jetzt mit einem Vegetarier? Der ist arm dran. Der ist arm dran. Ich hatte jetzt eine Anfrage, es war sehr interessant. Ich hatte vor einigen Wochen eine Anfrage von einem Arzt, der hat einen veganen Patienten und schwerst krank. Und da ging es um Chondroitinsulfat, das in einem unserer Mittel drin ist. Und ja, ob Chondroitinsulfat auch aus vegetarischen Quellen gäbe. Das gibt es natürlich nicht. Chondroitinsulfat gibt es nicht. Ist ein N-Acetylglucosamin. Das ist ein Molekül, das gibt es nur in tierischen Nahrungsmitteln. Und das ist zum Beispiel in unserer Gelenkflüssigkeit. Es wird auch bei Gelenkproblemen eingesetzt. Es gibt Chondroitinsulfat mit Glucosaminprodukten. Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die sehr gut bei Gelenkproblemen helfen. Das kann der natürlich nicht essen. Verstehen Sie? Wo kriegt er sein Eisen her? Eisen ist im roten Fleisch. Wo kriegt er seine Folsäure her? Wo kriegt er sein Vitamin B12 her? Wo kriegt er sein Zink her? Vom Protein will ich gar nicht reden. Das heißt, wenn man sich ketogen ernähren möchte, mit Low Carb und allem, dann kann man weder vegan noch vegetarisch sein, weil man braucht das dann eigentlich einfach. Woher kriegen Sie tierische Fette, wenn nicht von Tieren? Woher kriegen Sie die so wichtigen tierischen Proteine, wenn nicht von Tieren? Ich verstehe die Motive. Massentierhaltung ist mit Sicherheit keine Lösung. Aber es ändert nichts an der Natur unserer Ernährung. Jetzt habe ich mal eine andere Frage, und zwar gerne gleich an Sie, Frau Thum. Und zwar, Sie haben ja vorher gesagt, so im Stress oder so, da ist es ja immer auch ein bisschen schwieriger, sich da einfach auch umzustellen.
Wenn ich mir jetzt stressvolle Personen vorstelle, sind die beispielsweise, die fahren in der Bahn und essen halt da noch kurz etwas und oder sind unterwegs und essen kurz was, weil sie haben halt nicht so viel Zeit, sich was zu sich zu nehmen. Und da ist natürlich, wenn man ein belegtes Brötchen isst oder so, ist das natürlich am einfachsten. Ich stelle mir das jetzt schwer vor, in der Stadt umherzugehen und da mal so eine Schüssel zu essen und zu halten und so zu essen. Was gibt es da denn für Möglichkeiten, außer halt dann nichts zu essen und sich halt mehr Zeit dafür zu nehmen? Für mich ist immer die prinzipielle Frage, sollte sich jeder bewusst machen, dass das, was er isst, aus dem baut er seinen Körper auf. Also, du hast also die Wahl, schon dort, ne? Was möchte ich denn bitte aus dem herausziehen? Und das ist schon mal der erste Bewusstseinsschritt. Und das hat mit einer Eigenpflege zu tun und einer Wahl, die man irgendwann mal treffen muss. Und dann, wenn das prinzipiell im ganzen Alltag immer falsch gesteuert ist, dann hast du halt irgendwann mal irgendwie Probleme. Und das kann kein Therapeut verändern, weil das ist die Eigenverantwortung. Also da muss ich wählen. Und dann wähle ich halt, wenn ich keine andere Wahl habe, ne, dann nehme ich halt sowas wie Salat. Ne, auch Salat kann ich mal schnell nehmen und so weiter. Aber dann muss zumindest das, was ich zu Hause regelmäßig mache, richtig sein. Und du kannst mal sagen, prinzipiell, je mehr im Leben richtig ist, umso besser ist es. Ja, dann toleriere ich auch mal etwas Falsches. Wenn aber die Regel schon immer falsch ist, ja, dann spielt es auch keine Rolle, ob dann das Mittagessen auch noch falsch ist. Ja? Also das ist ja eine prinzipielle Entscheidung, die du mal als jeder für sich treffen musst. Mhm. Was verleibe ich mir ein, weil daraus baue ich meinen Körper auf und das ist auch mein Betriebsstoff letztendlich. Und dann ist es extrem schwer, sage ich auch, das ist echt schwer, sich dann gesund zu ernähren. Meine Lösung ist einfach, dass ich dann wirklich ein Produkt von dir nehme, ich nehme meinen MAP mit, ne? Dass ich dann zumindest mir Sachen einverleiben kann. Also die Aminosäuren. Die Aminosäuren, das ist dieses Master-Aminoprotein, das habe ich immer in einem kleinen Schächtelchen dabei. Und wenn ich dann wirklich in irgendwie so eine Phase komme, dann kann ich mir die schon mal zuführen, dann habe ich schon mal keinen Hunger mehr. Und meine Sucht, sage ich mal, wenn ich nicht wirklich umgestellt bin im Ketogen, dann komme ich ja sofort in so eine Zuckersuche. Mhm. Ne? Dann will ich ja schnell etwas hinein. Das ist ja etwas, was das Gehirn dir dann auch produziert. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du generell umgestellt bist, kommst du nicht in diese totalen Hypo-Zustände hinein und kannst das gut ersetzen, bis du dann die Zeit hast. Ne? Das ist schon mal der eine Weg, den du machen kannst. Und das andere ist halt dann im Prinzip zu gucken, dass du dir, also so eine Grundsatzentscheidung als Boden zu legen, dass es richtig läuft. Das ist so der Rat, den ich immer gebe. Erst einmal überlegen, was will ich, wie kann ich mich daran unterstützen, dann Krücken dazu geben, wie so ein Map und dann langsam im Prinzip sich einigen. Weil letztendlich geht es nur darum, dass du dann mal, du kannst ja dann in den Supermarkt gehen und dann kriegst du ja auch mal einen Naturjoghurt oder sonst was. Also das letztendlich möglich ist es schon. Mhm. Weil du musst aber es halt planen und ein bisschen vorbereiten. Ja, aber lassen wir uns nochmal bitte auf den Stress ein. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ja, der Stress. Was macht Stress? Stress schüttet Adrenalin und Cortisol aus. Das sind die Gegenspieler von Insulin. Das heißt, Insulin baut Zucker in die Zellen ein und Adrenalin holt Zucker wieder aus den Zellen raus. Das heißt, ich komme in einen Energiemangel, wenn ich den nicht über die Ketose ersetzen kann. Und dann kriege ich natürlich Heißhungerattacken, nicht? Weil ich in den Unterzucker komme. Und darin liegt natürlich auch das Problem unseres Lebensstils. Wenn ich heute, ich war vor ein paar Tagen mit einer Freundin essen, die saß den ganzen Abend am Handy. Ja, und ständig hat die WhatsApp oder wie die alle heißen, beantwortet, die war völlig unter Strom. Ich dachte mir, mein Gott. Ne? Und ich habe sie dann daraufhin angesprochen und gesagt, ja, sie sei völlig handyabhängig. Die Kinder gehen ja heute mit den Handys ins Bett, damit sie keine WhatsApp versäumen nachts um zwei und können dadurch nicht durchschlafen. Von den Funkstörungen mal abgesehen, von dem E-Smog abgesehen, sind die so unter Strom. Nicht? Und das erfordert natürlich wieder Zucker. Ja. Und der einfachste Lieferant ist natürlich Kohlenhydrate oder Einfachzucker. Dass die Ketone,
die sind nicht so schnell da. Die brauchen etwas, bis der Fettstoffwechsel in die Gänge kommt. Das ist ein bisschen länger. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Auto mit zwei verschiedenen Antriebsweisen. Das eine ist das schnelle Benzin und das andere ist der langsame Elektromotor, der sich dann zuschaltet. Ja? Und für den schnellen, stressabhängigen Energieversorgung brauchen Sie natürlich den Zucker, den Sie normalerweise auch über die Nicht-Kohlenhydrat-Vorstufen produzieren können, aber nicht in diesen Mengen. Ja, und dann laufen sie in die Falle. Also Stress ist, unser Lebensstil ist schon auch eine, in Verbindung mit dem Ernährungsstil, eine Krankheitsfalle. Also es gibt einfach auch zwei vegetative Nerven. Ne? Das eine ist dieses Adrenalin, der Sympathikus, der anspannende Anteil, der uns in die Action bringt. Und Verdauung findet statt in dem entspannenden Anteil. Das siehst du in der Tierwelt. Ne? Das ist dieses Rennen, Wegrennen, Fight and Flight. Aktion und dann, wenn du praktisch deine Gefahr hinter dich gebracht hast, dann stehst du auf der Wiese und grast. Und dann kannst du eigentlich erst verdauen. Ja? Und im Prinzip in diesen beiden Spannungen bewegen wir uns. Und solange wir rhythmisch sind, ja, Anspannung, Pause, ist es gut. Aber wenn du diese Pause nicht kriegst, die dann mittags eigentlich sein sollte, damit du in Ruhe dich hinsetzt und verdaust, ja, und dann noch rennen musst auf den Zug, wie du vorhin gesagt hast, oder ein Geschäftsessen hast, das ist auch total kontraindiziert, weil dann denkst du nämlich und bist wieder eher angespannt, dann verdaust du eben nicht. Und das ist jetzt mal ein wichtiger Punkt. Die Verdauung und die Ruhe innerhalb der Verdauungsphase. Denn in dem Moment, in dem ich nicht in die Ruhe komme, nicht in den Parasympathikus, sondern immer nur in dem angespannten Stressmodus, bilde ich weniger Magensäure. Warum hat man denn früher gebetet? Nicht nur um das Essen zu segnen, um die Schwingung, die über Wasser verbessert wird in den Nahrungsmitteln, sondern man hat auch gebetet, ohne es zu wissen, ich nenne es implizites Wissen, weil daraus eine in Ruhestellung erfolgt. Und man hat heute medizinisch sogar nachgewiesen, dass Beten den Parasympathikus anhebt und Gastrin anhebt. Das heißt, die Magensäureproduktion verbessert und damit die Verdauungsleistung verbessert. Sehen Sie, das ist alles, das weiß man heute alles, aber wir praktizieren es nicht mehr. Unsere Rhythmen werden wie die Musik der Techno-Rhythmen immer brutaler und eigentlich unbiologischer, was die Rhythmen der Natur anbetrifft. Man kann das an der Musikentwicklung sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Das ist fast ein Spiegel dieser arrhythmisierenden Rhythmisierung, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Aber unser Körper kann dem nicht nachvollziehen. Der kann das nicht mitmachen. Ja. Ich sehe, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Allgemein Ernährung ist sehr, sehr spannend und ich sehe, man hat auch hier großartige Erfolge erzielen können und bestimmt auch noch erzielen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie beide den Weg zu mir ins Studio gefunden habt und so viel Wissenswertes jetzt auch geballt in 30 Minuten an unsere Zuschauer und auch an mich weitergegeben habt. Ich bedanke mich recht herzlich und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt alles, alles Gute. Vielleicht überlegen Sie sich auch, bevor Sie das nächste Mal an den Tisch sitzen, was Sie jetzt genau auf Ihrem Tisch servieren, was Sie genau zu sich nehmen wollen. Falls Sie jetzt diese Sendung oder so wie alle weiteren Sendungen, die wir bereits aufgezeichnet haben, nochmal nachgucken wollen, gehen Sie auf unsere Webseite unter www.quantisana.tv, können Sie alles immer nachlesen. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns auch gerne kontaktieren über die immer wieder eingeblendete E-Mail-Adresse oder rufen Sie uns an unter 071 544 95 62. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.